das Beeltern von Eltern. Was heißt denn das? Das heißt, dass Kinder ihre Eltern in verantwortungsvoller Weise beeltern müssen. Sie müssen aufpassen auf sie. Sie müssen Funktionen übernehmen, die eigentlich üblicherweise Eltern für Kinder übernehmen. Das kommt vor zum Beispiel in Alkoholikerfamilien, das kommt vor in Suchtfamilien, wo die Kinder gewissermaßen nicht auf die Vertrauenswürdigkeit, die Stabilität und Verlässlichkeit der Eltern zählen können und wo sich von einer Sekunde auf die andere alles ändert, manchmal die Eltern einfach zu viel getrunken oder zu viel Suchtmittel genommen haben, nicht mehr ansprechbar sind, ein geplanter Ausflug von einer Sekunde auf die andere ins Wasser fällt und man schauen muss, ob die Mama überhaupt noch lebt, auf sie auf die Seite drehen zum Beispiel muss, damit sie nicht, wenn sie erbricht, an ihrem eigenen Erbrochenen erstickt. Etliche dieser Kinder habe ich schon in meiner Praxis später als Erwachsene betreut. Woran krankt es hier? Es krankt meist daran, dass das Kind nicht Urvertrauen lernen kann, denn es kann auf keine Stabilität der Mutter und des Vaters vertrauen. Es ist ganz auf sich selbst zurückgeworfen und das zu einer Zeit, wo noch entwicklungsmäßig kein stabiles Selbst vorhanden ist. Das heißt, diese Menschen erkranken oft im Leben später an Angststörungen, ganz akut. Sie können gar nicht wirklich festmachen, woran das liegt. Beispielsweise jemand sagt, naja, ein Arzt sagt, Sie sollten mal eine Durchuntersuchung machen, Sie haben ein Myom und Sie haben noch einiges anderes, das gehört geklärt, das gehört, muss man anschauen. Das weckt sofort Ängste von Krankheit, Krankheitsängste sind immer Todesängste und verweist darauf, dass derjenige durch Einfluss von außen in ein Loch in sich hineinfällt. Dieses Loch ist nicht getragen von vertrauensvollen Erfahrungen und von Stabilität, die man sich erworben hat, sondern dieses Loch ist getragen von einem Nichts. Man kippt in nichts zusammen. Wenn man nun einen Partner an seiner Seite hat, der einen trägt, ist das gut, aber es hilft meist zu wenig. Erst allmählich muss man dieses fehlgeleitete Vertrauen, was man nie noch im Leben gelernt hat, allmählich in der Therapie aufbauen, meistens am Anfang sogar mit Medikamenten, weil es so panische Angst macht. Wenn allmählich dann Ängste zur Sprache kommen, Erfahrungen zur Sprache kommen, dann berichten die Betreffenden, dass das furchtbar war für sie als Kind. Sie haben sich ständig in Angst gehabt und haben sich ständig Sorgen gemacht, ob der Papa die Mama überlebt, ob sie endlich aufhören zu trinken, ob das irgendwie anders ist und haben andere Kinder beneidet, dass das bei denen nicht so ist. Und nach außen hin haben sie aber den Schein halten müssen. Sie dürfen ja nichts nach außen hin sagen. Das wird solchen Kindern natürlich eingebläut. Die sind ganz allein mit sich. Wenn das eine Kinderschar ist, geht es ein bisschen leichter. Da können dann die Älteren die jüngeren Kinder trösten und ein bisschen stabiler halten. Aber wenn das ein, zwei kleine Kinder sind, die gegenseitig auf sich aufpassen müssen und auf die Eltern und eigentlich für alles noch viel zu klein und viel zu jung sind, dann gibt es Probleme. Und das ist sehr schwer wiederzuerlangen, weil wenn einmal Urvertrauen nicht angelegt wurde, kann es nie mehr ganz nachgeholt werden. Aber man hat viele Mittel und Wege, um anstelle des Urvertrauens ein gewisses Maß an Stabilität im Leben zu erlangen. Also das heißt, es ist ganz wichtig für uns, dass wir eine Zeit lang, wenn wir noch zu klein sind, wenn wir nicht stabil in unserem Selbst sind, von außen eine Beelterung bekommen, eine Stabilität, ein Vertrauen, der Papa, die Mama wird schon richten, beschützen mich und so weiter. Wenn das wegfällt, dann ist die Welt bedrohlich und zwar zu einem Zeitraum, wo noch kein Schutzgerüst um die Seele ist und es bricht alles ein. Das trifft manchmal Kinder von Suchteltern, Alkohol, Drogen und zieht sich dann mitunter in Form von psychischen Störungen, manchmal auch in Form selbst von
selbstverletzenden Verhalten, in seltenen Fällen auch von Suchtstörungen, manchmal natürlich auch gewissermaßen in die Bahn geleitet, aber ein Teil kann von Suchtmittel und Alkohol gar nichts hören, weil das war eben das Trauma, das sie erlitten haben. Aber die Angst begleitet, weil in sich ist kein gefestigtes Urvertrauen. Daher sage ich, Beeltern der Eltern führt meist zu einer fehlenden Stabilität in sich, die außen dann gesucht wird, um irgendwo Halt zu finden.